Hallo Vicky, wir haben ein Problem. Dieses Problem stellen wir hier simuliert nach. Wir sind in einem sehr engen Flur, der hin zu einer Tür geht. Einerseits haben wir hier die Barriere mit den Stühlen nachgebaut, einmal mit dem Vorhang. Und das Problem ist das, dass eine Person stürzt, wenn sie die Tür öffnet. Das passiert vermutlich, wir wissen es nicht genau so, dass die Person, wenn sie nach vorn zum Türgriff greift, erstmal Gleichgewichtsprobleme hat. Und vor allem, wenn sie die Tür öffnet, entweder mit dem Knie am Rollator hängen bleibt oder mit den Füßen die Räder blockiert. Wir haben uns jetzt überlegt, wie können wir auf das Problem zugehen und haben uns die Teilschritte angeguckt. Das Öffnen der Tür oder das Drücken der Türklinke, das könnte natürlich gelöst werden, indem ich mich seitlich der Tür annähere. Ich öffne dann einfach die Tür und habe vielleicht einen sicheren Stand. Wir kennen die Person direkt nicht, die betroffen ist. Die Frage ist, wie geht dann die Tür auf? Und hier haben wir uns vom Cybathlon inspirieren lassen. Da war die ursprüngliche Lösung so, dass eine Hundeleine genommen wurde und daran ein Saugnapf befestigt. Ich mache das jetzt mit einer Kinderzahnbürste, die ich eben an diesen im Moment noch zu langen Fahrten festmache. Kann dann die Tür angreifen, die Türklinke drücken, nach vorwärts oder nach rückwärts wegfahren, gerne auch seitwärts. Sobald die Zahnbürste dann einen seitlichen Zug auf den Griff kriegt, löst sie sich. Im Moment natürlich mit einem unangenehmen Geräusch und Zug. Problematisch ist, wenn der Griff zu lang wird, dann löst sie sich teils schon, bevor ich die Türklinke drücke. Oder schon mitten im Öffnungsprozess. Das wird vermutlich jetzt passieren. Also hier habe ich einfach schon eine ordentliche Querwirkung. Ich kriege die Tür dann nicht auf. Wenn ich jetzt aber den Saugnapf sehr kurz nehme, dann geht es durchaus, dass ich die Tür öffnen kann. Also hier laufe ich jetzt wieder rückwärts, was ja das ursprüngliche Problem möglicherweise ist. Es setzt eine gewisse Abfolge von Zeit und Geschwindigkeit voraus. Je stärker ich den Saugnapf irgendwie befestigen kann, desto weniger spielt natürlich der Faktor Zeit eine Rolle. Das hier ist ein Saugnapf von einer Spülbürste, der bringt aber ein gegenteiliges Problem, der hält schon fast zu fest. Wenn ich da nach hinten weggehe, kriege ich die Tür auf, sehr sicher, aber es löst sich einfach auch nicht. Ja, wenn ich jetzt hier dran ziehe, also ich muss schon wirklich Kraft aufwenden, dass es hilft und sich löst. Wir hatten dann auch mit Handtuchhaltern experimentiert. Bei denen war es so, dass sie anfangs zu schwer gehalten hatten, weil unsere Kabelbindervorrichtung den verformt hatte und sie nicht gehalten hat. Jetzt haben wir eine Lösung, die gut funktioniert, aber wir kriegen sie schon fast zu wenig gelöst. Wie würden Sie das Problem lösen? Wir freuen uns total über Lösungsvorschläge, über Alternativen. Wir sind sicher, da gibt es viele. Und so können wir vielleicht der betroffenen Person helfen, dass sie nicht mehr stürzen muss, nur weil sie die Tür aufmacht. Damit verabschieden wir uns, wie immer, mit den Worten: Vicky weiß nicht alles, aber wenn wir unser Wissen teilen, wissen wir alle mehr.